Also ich weiß aber auch nicht, warum ich mir eigentlich Liga Solo antue, ne? Was geht YouTube? Celina Stack im Shop mit einem neuen Liga-Video. Ich hoffe, dass es euch soweit natürlich gut geht und Digga, ich sterbe am Zotum. Dass ihr einen prächtigen Start in die Woche hattet. Ja, wir probieren mal ein bisschen Liga Solo zu zocken. Ich glaube, das wird auch nichts, aber ja. Leute, ihr lasst mal in der Zwischenzeit natürlich ein Like da. Und ein Abo, wer es noch nicht getan hat, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und natürlich auch keine Livestreams mehr zu verpassen. Folgt mir natürlich auf Social Media, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, ob das was wird. Wir zocken Solo und das ist Subbase. Das kann eigentlich nicht gut werden. Probieren wir halt das Beste, würde ich sagen. Nee. Ist noch nie gut gelaufen und wird auch nie gut laufen. Ja, komm. Ja, ich kann dann auch nicht alles halt gleichzeitig abnehmen. Und wenn halt niemand in die Stellung kommt von meinen dreckigen Teammates, wird es sowieso nichts. Also ich weiß aber auch nicht, warum ich mir eigentlich Liga Solo antue, ne? Aber ich habe gedacht, komm, ich hatte heute früher Schule aus. Die Berufsschule war halt ein bisschen früher aus. Dachte mir so, komm, in der Zwischenzeit, wenn Max kommt. Bis Max kommt. Nehme ich auch schon mal ein Video auf. Und ja. Ja, ich glaube, das wird nix. Ja, ist ähnlich. So, probieren wir mal nochmal in die Stellung reinzukommen und gucken, ob das irgendwas wird. Keine Ahnung, wo. Das schön. Das war schön. Das nach, das nach, das nach. Ja, gut. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Ja, komm. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. So, ab geht's in die nächste Stellung. Geht's. Also wird es nichts. Wir konnten zwar jetzt ein bisschen aufholen, so, aber. Feinde innerhalb des Perimeters. Ja. Und da bin ich geschnitten. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Ach, Digga, Schmutz. Bestätige nächste Stellung. Bereit halten. Wow. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Dann hört das Ganze. Der Feind liegt in Führung. Die Uhr tickt. Ja. Mal wie wir verlieren, Leute. Das hat gar keinen Wert. Ja, das. Ja, komm von oben und von unten, dann da noch in der Stelle und drin noch meine Teammates. Ja, guck mal, ich sag's so, wie es ist. Ach, komm. Wir machen uns doch schon Kills. Hinten läuft doch einer rum. Sehr schön. Hat den aber. Das verlieren wir trotzdem. Das verlieren wir. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Ja, wo denn? Ja, hinter mir. Guck mal. Junge, sie stehen aber auch überall. Geben.
3 Metern. Ja. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Also, sie stehen wirklich überall, diese Gegner, Digga. Sie stehen wirklich überall. Ja, guck mal, wir spielen halt aber auch gegen Silber. Cool. Das finde ich echt cool, dass wir gegen Silber, Leute, spielen dürfen, Digga. Wie soll ich denn so hochkommen, Digga, mit solchen Affen-Teammates? Ah, das sagt es jedenfalls eben ein richtiger Vollidiot. Ja. Schmutz, Digga. Schmutz. Schmutz, einfach nur Schmutz. Ja, Leute, neue Runde. Neues Glück. Und so sieht das Gegner-Team. Zwei Leute sind Gold. Einer ist Silber. Also, das wird immer mehr unmöglich, da noch irgendwas zu machen. Also, Skribbers Matchmaking, glaube ich, funktioniert super gut in diesem Game. Mittlerweile noch in Liga. Nämlich nicht. Weil, ja, also. Feinde innerhalb des Perimeters. Was ich da gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber egal, es hat gelangt für den Kill, ich muss sagen, ne? Wie er da hinten drin sitzt. Das war mich noch einmal klar, dass da einer sitzt. So ist es ja nicht. Aber es hat ja leider nicht gelangt zu einem Abschluss, ne? Ja. Was haben die Gegner schon wieder den Ausgleich gemacht? Komm, Peak. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Was ich wegen geholt habe, aber egal, ich hab'n. Stellung kompromittiert. Ja. In Bereich Stellung. Bereithalten. Rücke vor, wir haben die Führung verloren. So, und jetzt muss er sich verstecken, ne? Da oben. In der innerhalb des Perimeters. Natürlich noch ausgeglichen. Noch ist es noch relativ ausgeglichen, aber es kann sich auch sofort wieder ändern. In die Stellung rein, Digga. Den Bereich sicher. Wir haben uns die Führung gesichert. Ach komm! Der Feind ist in Führung gegangen. Rein, 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 rein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen. Ich weiß es nicht. Wir haben uns die Führung gesichert. Stellung kompromittiert. Nein, 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 ich wollte gerade nicht da runterspringen. Ah, ich hab Muni mehr. Feinde innerhalb des Perimeters. Ja. Ja, ich wusste ganz genau, dass er da oben sitzt. Also, beziehungsweise in diesem Raum da drin ist, aber es hat dann leider nicht gelangt, ne? Weiß ich, ob man das gewinnt. Das wird verdammt knapp. Guck, jetzt haben die Gegner schon wieder einen scheiß verfickten Ausgleich, ne? Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Das ist wieder Wechsel. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Feinde innerhalb des Perimeters. Du da oben nicht, nein. Ja, ja, wirklich, Liga alleine macht keinen Sinn. Ich sag's so, wie es ist.
Und dann wollte ich wenigstens gucken, dass ich wenigstens aus einer Stelle und dann gleich klären kann. Nee, natürlich nicht, weil die Gegner schlau sind und zu zweit dahin gehen. Wow. Ja, Leute, ich hoffe, dass es euch das kleine, aber feine Liga-Video gefallen hat. Nix gewonnen, es ist halt wirklich allein, das ist wirklich unheimlich schwer. Solo-Liga ist unheimlich schwer, da irgendwas zu erreichen, Alter, dass man da irgendwie hochkommt. Das ist wirklich, das ist gefühlt eine Sache der Möglichkeit, komm, ich gehe 24 zu 17. Da, so, gut, da geht aber auch ein Gegner scheiße, also, ach, Digga. Leute, haut rein und lasst es. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Guckt mir natürlich auf Social Media. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Tschüss, Kowski.